Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeons & Dragons Online mit mir in der Restro und meinem Charakter in der Restro. Heute nehmen wir die Quest von Kir an, welche Repossession ist. Wir müssen dabei die gestohlene Ware, ausgetrickst wurden, um sie entsprechend zu beschaffen, wieder zurückholen. Es ist eine Chance Syndicate-Reihe, das heißt, man muss das entsprechende Pack haben, damit man sie machen kann. Aber ansonsten, ja, muss man nur das entsprechende Fresco finden. Eigentlich würde hier die Sache kommen, passt wieder auf die Hunde auf, nachdem sie relativ brutal sind. Aber wie ihr eventuell seht oder gesehen habt, es wurde kein Schaden genommen. Was ihr gerade gesehen habt, ist ein Effekt von allen möglichen Feuerspells. Wenn Web in ein Feuer-AOE kommt, dann verschwindet das Web logischerweise sofort wieder. Es gibt die Option, dass man hier entsprechend viele Sachen zerstört. Also, ja, warum nicht? Nachdem wir gerade gefailt haben, die Tür aufzuschließen, nehmen wir den aggressiven Weg und haben sie jetzt einfach mal eingeschlagen. An dieser Stelle seht ihr dieses schöne Symbol, das bedeutet, bei Blau muss man das R einstellen. Und bei Orange, das, wie auch immer ihr das bezeichnen würdet, ich würde mal sagen F. Wir haben jetzt zwar bereits die Optional, allerdings noch nicht den entsprechenden Ransack-Bonus. Und normalerweise fehlt dann nicht mehr viel, dass man dann auch den Ransack-Bonus bekommt. Wir hatten einen entsprechenden Schlüssel, also können wir hier das Zeug auch aufsperren. Und damit hat man auch den Ransack-Bonus. Hier seht ihr zwei Wheels. Das eine, wissen wir ja schon, müssen wir auf das R stellen. Und das andere war das F. Dann seht ihr, da hinten geht entsprechend das Zeug auf. Then the items in this private gallery are likely stolen as well.
Ihr habt hier mehrere Wege, wie ihr entsprechend ja ans Ziel kommt. Ihr könnt theoretisch ziemlich viele Fallen auslösen und einfach das Zeug nehmen und sagen, ha, ich hab's genommen und ups, jetzt fliegt mir der Raum um die Ohren. Was teilweise nicht ganz so prickelnd ist. Das andere, was ihr machen könnt, ist die Fallen disablen. Und was ihr noch machen könnt, ist, wenn wir mal so eine Statue anwählen, ihr habt einen Strength-Check, ihr könnt also drunter schauen, Dexterity, schauen, ob ihr rausfindet, ob das eine Pressure Plate gibt, Intelligence, ob das eben das ist, was ihr braucht, um die Tür da hinten zu öffnen, oder Wisdom, ob du eben siehst, dass das ist. Das Einzige, was ihr allerdings bei Wisdom und so rausfinden würdet, ist, ob das das ist, was ihr braucht, um das da hinten zu öffnen, oder ob es eine Falle dazu gibt. An dieser Stelle soll sich mal unser Pet um die Gegner kümmern. Damit wurden oder sollten alle Fallen ausgeschaltet sein. Und was ihr hier seht, ist der entsprechende, ja, regenerative Schlaf, den ich mal angesprochen habe. Währenddessen heilen sie sich relativ schnell und man kann nicht mehr wirklich Schaden machen, bis sie wieder aufstehen. Außer natürlich mit Spells, aber natürlich sowas jetzt nicht wirklich in mein Repertoire habe, damit ich mich eher buffen kann, als statt was anderes. So. Wir können jetzt natürlich einfach das Item nehmen. Schließlich haben wir die entsprechende Falle deaktiviert. Und so kriegen wir natürlich auch ein paar extra XP, weil wir dann entsprechend das Zeug aufnehmen. Hier gibt es nochmal einen entsprechenden Typen, den man bekämpfen muss. Zirkon, falls ihr euch erinnert, es war der, der uns ja hintergangen hat, um uns die Schuld daran anzuhängen, dass wir das Storm River Fresco gestohlen hätten. Wir müssen ihn in der Theorie nicht bekämpfen, wir können hier auch einfach hergehen und theoretisch das Zeug nehmen, wenn die Chest nicht abgeschlossen wäre, bis zu dem Zeitpunkt, wo man ihn tötet. Weil unser eigentliches Objective ist nämlich nur, den Inhalt dieser Chest zu nehmen. Damit haben wir die Quest geschafft. Insofern, bis zum nächsten Mal.